Hey Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Das Samsung Galaxy Note Edge kommt wie zum Beispiel schon das Galaxy S5 mit einem Fingerprint-Scanner, leider nicht mit einem Sensor, der Sicherheit dienen soll. Wir müssen von oben nach unten wischen und es reicht nicht, wenn wir den Finger einfach drauf lassen. Sehr, sehr schade. Wir wollen in diesem Video einfach mal schauen, wie wir das Ganze einrichten und was wir überhaupt machen müssen. Wir gehen dafür in die Einstellungen, suchen dann den richtigen Punkt. Hier heißt der Fingerprint-Scanner, weil es auf Englisch ist, bei uns dann Fingerabdruckscanner. Und hier sehen wir jetzt das Menü. Wir wollen das Ganze natürlich einrichten, sagen einfach erstmal zu allem ja. Und jetzt müssen wir 10-mal von oben nach unten streichen. Ihr könnt das Ganze auch ein bisschen quer machen, damit es nachher leichter erwischt wird, aber es darf einfach nicht zu wenig Abdruckfläche von eurem Daumen zu sehen sein. Gut, habt ihr das Ganze gemacht, klickt ihr hier unten einfach auf Done oder wenn ihr einen weiteren Finger, maximal drei, könnt ihr registrieren wollt, klickt ihr auf Register. Wir sind zufrieden und klicken deshalb auf Done. So, jetzt geben wir noch einen PIN ein, falls es denn nicht klappt mit dem Finger, weil wir betrunken sind oder weil Samsung einfach nicht möchte. Es müssen aber auch, es muss eine Mischung sein aus Buchstaben und einer Ziffer. Gut, haben wir gemacht. Das Ganze ist jetzt eingestellt und jetzt sperren wir das Display und schauen einfach mal. Bei gesperrtem Display bringt es uns leider nichts. Bedeutet, wir müssen uns den Lockscreen erst anschauen und dann können wir den Finger rüberwischen von oben nach unten. Und das Ganze klappt deutlich besser, als es beim Galaxy S5 zum Beginn der Fall war. Es hat also eine kleine Weiterentwicklung stattgefunden. Ja, viel mehr kann ich hierzu auch eigentlich gar nicht sagen. Wir wollen das Ganze aber trotzdem nochmal rückgängig machen, denn sonst wird jeder hier mit meinem Fingerabdruck spielen. Das wollen wir nicht. Wir können weiterhin bei PayPal damit bezahlen, aber jetzt löschen wir den Fingerabdruck erstmal wieder, auch praktisch zu wissen. So, wir gehen also zurück in das Menü, müssen erst noch einmal mit dem Fingerabdruck bestätigen, dass es wirklich weg sein soll. Dann markieren wir einfach den oder maximal alle drei Finger und klicken oben rechts auf Löschen. Der Fingerabdruck ist gelöscht und dann sind wir schon fertig. Ja, so klappt das also mit der Einrichtung, so funktioniert das Ganze und so löscht ihr den Fingerabdruck wieder. Das war's mit diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.